Herzlich willkommen auf meinem Kanal. In der letzten Zeit wird sehr viel über Gendersprache diskutiert. Es gibt hier sehr kontroverse Meinungen. Es ist eines der Themen, die die Menschen spalten und dadurch besser beherrschbar machen. Divide et impera, teile und herrsche. Ein zentrales Thema für die Partei der Grünen ist der unermüdliche Einsatz für die Promotion der Gendersprache. Ein zentrales Thema für die AfD ist der unermüdliche Einsatz für den Kampf gegen die Gendersprache. Wie gut, dass diese zwei Parteien erkannt haben, wo die wirklichen Probleme der Erde liegen. Innerhalb der Gendersprache gibt es noch die weltbewegende Diskussion, ob man die weibliche und die männliche Form mit und verbinden soll, ob man Gender Gap, Gender Doppelpunkt oder großes Binnen-I verwenden soll, wie wichtig wohl diese Unterschiede für den Fortbestand der Welt sind. Liebe Leute, merkt ihr denn gar nicht, wie der leidige Streit um die Gendersprache euch ganz gezielt spaltet, unnötige Feindseligkeiten erzeugt und ganz gezielt genutzt wird, um euch von den echten Problemen abzulenken? Wenn alle Kriege der Erde beendet sind, man Ukrainer mit Russen und Israelis mit Palästinensern in Frieden leben lässt, wenn in allen Ländern, einschließlich Saudi-Arabien, die Frauen volle Bürgerrechte haben, wenn Homosexuelle in keinem Land der Erde mehr verfolgt werden, wenn die Regenwälder nicht weiter abgeholzt werden für Palmöl, Avocados, Soja und Rindfleisch, wenn Bauern und Handwerker mehr verdienen als Fußballer, wenn alle Nutztiere Zugang zu Weide bzw. Auslauf haben, wenn die Nahrungserzeuger nicht mehr von Laien bevormundet werden, wenn das Auto kein Statussymbol mehr ist, wenn kein Wirtschaftswachstum mehr angestrebt wird, sondern Endwachstum mit Förderung von Kleinbetrieben, wenn Weidehalter keine Angst mehr vor Wolfsrissen haben müssen, wenn Flug- und Schiffsbenzin angemessen besteuert sind, wenn PETA und die ALF verboten sind und Mensch und Tier nicht mehr terrorisieren, wenn der Streit um verschiedene Energiequellen zurücktritt und sich alle aufs Energiesparen besinnen, dann haben wir endlich freie Kapazitäten und können anfangen, über Sinn und Unsinn der Gendersprache zu debattieren. Bis dahin sollten wir unsere Kräfte für Wichtigeres nutzen. Hau, ich habe gesprochen.